Ah je, wieder ein Haufen Tränke. Ich habe den Troll erfolgreich getrieben. Heldentrank, Trank der Klarheit. Trank der Macht. Trank der Freiheit. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. You will storm the gates of. I don't recognize your face, recruit. Are you new? There are so many newcomers to the cause these days, I can't keep track of them all. That's a good thing. Ich erkenne euer Gesicht nicht, Rekrut. Seid ihr neu? Es gibt hier in letzter Zeit so viele Neuankömmlinge, dass ich mir gar nicht alle merken kann. Das ist etwas Gutes. I'm Janeld, the morale officer of this camp. What's your name? Ich bin der Moraloffizier dieses Lagers. Wie ist euer Name? Ich habe es eilig, Sir. Ich brauche den Morgenbericht. Thank you for the update, recruit. I have the report here. Who sent you to retrieve it? Ich verstehe. Vielen Dank für die Information, Recruit. Ich habe den Bericht hier. Wer hat euch geschickt, um ihn abzuholen? Es war Kommandant Dreon, Sir. Ich soll ihn mit dem Bericht und etwas zu trinken bringen, um den Tag zu beginnen. Dreon, you say? Good man. Disciplined. I like him. Here's the report. On your way now. Dreon sagt dir, guter Mann, diszipliniert. Ich mag ihn. Hier ist der Bericht. Geht nun. Ja, ich sollte Kommandant Dreon den Morgenbericht unter die Flasche Wein bringen. Ah, der Rekrut geht zurück. Gibt es etwas, das ihn benötigt? Ich bin zwar neu hier, aber arbeite bereits hart. Ich suche nach einem Steinsplitter, der etwa so groß ist. Ein Steinsplitter, wozu? Ich versuche, ein steines Symbol von Tempus wiederherzustellen. Ich finde es nicht gut, wenn Rekruten versuchen, sich direkt bei den Göttern einzuspeichern. Kena ist unsere spirituelle Anführerin. Perun ist ein Land vieler Götter. Mehr göttliche Kraft, die uns unterstützt, kann nur unserem Vorteil sein. Das versteht ihr doch bestimmt. Tempus ist ein guter Stärke. Es ist für unser allerbestes, wenn wir ihn möglichst oft einschmeicheln. Ich glaube nicht. Der Splitter bleibt in meiner Tasche. Könnt ihr mir noch einmal eure Begründung erläutern? Männer, ihr hört nie zu. Ich finde es nicht gut für den Rekruten. Ich kann eure Zweifel nachvollziehen, aber wir müssen die Rekrutenmoral hochhalten. Vertraut mir, es wird niemand schaden, wenn ihr mir den Splitter gebt. Was ihr sagt, ist sinnvoll, das kann ich nicht leugnen. Ihr nehmt diesen Splitter und zieht los, um das Werk der strahlenden Dame zu verrichten. So, der Morgenbericht. Eine Truppe und Vorratsliste für den heutigen Tag. Notiz ist kopiert. Sehr schön. Noch eine verschlossene Truhe. Oh, da ist der Aquamarin für Khalid. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hat es nicht getan, wisst ihr? Ich glaube nicht, dass es getan hat. Corin wäre nicht so töricht, uns zu hintergehen. Wovon sprecht ihr? Wisst ihr das nicht? Natürlich wisst ihr das nicht. Das könnt ihr nicht, sonst hättet ihr nicht gefragt. Wir sollen mit Leopas sprechen. Er weiß alles darüber. Okay, wer ist hier Leopas? Das ist Leopas. Alright, listen up. You all know we've got a problem here. I don't like problems, and I'm not going to let this one interfere with our duties any more than it has already. Valus here has accused Corinth of crimes against the lady. In Ordnung, hört zu. Ihr wisst alle, dass wir hier ein Problem haben. Ich mag keine Probleme und ich lasse nicht zu, dass dieses noch weit in unserem Weg stellt. Valus hier hat Corinth beschuldigt, Verbrechen gegen die Dame begangen zu haben. Sie lügt. Ihr nennt mich eine Lügnerin, verräterische Schwein, ihr wagt es. Kann ich helfen? Wer zum Teufel seid ihr? Ein niederer Diener Kena, so wie wir alle. Es scheint, als könnte dir etwas Hilfe dabei gebrauchen, den vorliegenden Konflikt zu lösen. Ich bin Benno hier, der Mann von Baldur's Tor. Ja, natürlich. Eine neutrale Partei scheint, als könnte dir eine gebrauchen. Wer ich bin? Ich bin Kena, näher als ihr. So viel kann ich euch sagen. Hütet eure Zunge. Nehmen wir mal die Eins. Vielleicht können wir das. Ich lasse dir
diejenigen, die es betrifft, für sich selbst sprechen. Wallis erzählt uns eure Geschichte. I'm no bard. It's no tale of thrilling adventure I will tell, but it is the truth. Before we were assigned here, Corinth and I served as scouts to the Blinding White Battalion. He did the job well enough, until we came to the hamlet of Innisfall. Ich bin kein Bard, ich werde keine Geschichte über ein packendes Abenteuer erzählen, nur die Wahrheit. Bevor wir hierher beordert wurden, haben Corinth und ich als Kundschaft im blendend weißen Bataillon gedient. Er hat seine Arbeit gut gemacht, bis wir zum Weiler Innisfall kamen. Dort brach er aus der Deckung hervor und warte so die Bewohner vor unserer Ankunft. Sie nahmen alle Vorräte, die sie halten, flohen, bevor unsere Streitkräfte ankamen. Nur die Götter wissen, wie viele er dem Licht der Dame gekostet hat, ganz zu schweigen von Vorräten und Waffen, wie wir durch seinen Verrat verloren haben. Lies. All of it. Dalton, you can't believe her. All of you. You know me. You know I would never betray the lady. Lügen, das ist alles. Dalton, ihr könnt ihr keinen Glauben schenken. Ihr alle, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich würde die Dame niemals betrügen. Dann erzählt uns eure Seite der Geschichte. Davon weiß ich nichts und eigentlich kenne ich euch auch gar nicht. Aber ich bin stolz von mir zu behaupten, stets unvoreingenommen zu sein. Erzählt uns, was in Innisfall passiert ist. Die Bewohner von Innisfall sind vor uns geflohen, das ist wahr. Ich habe den Reiter, der sie vor unserer Ankunft gewarnt hat, aus meinem Versteck heraus sehen können. Es war ein Bauer, der auf dem Feld ein paar Meilen vor der Stadt arbeitete. Er hat das Bataillon herannahen gesehen und warnte seine Mitbürger. Das ist der Anfang und auch das Ende der Geschichte. Schwindler, ich hacke euch den Kopf von den Schultern. Haltet ein, Wallis. Ob Corinth schuldig ist oder nicht, lasse ich nicht zu, dass sich mein Volk gegenseitig abschlachtet. Ich denke, ich kann euch helfen. Lasst mich mit euren Anhängern sprechen, ich werde die Wahrheit ans Licht bringen. Das ist eine verzwickte Angelegenheit, ganz klar. Vielleicht kann ich ja helfen. Lass mich einzeln mit ihnen sprechen, um zu sehen, ob ich die Wahrheit herausfinden kann. Einer eurer Soldaten beschuldigt einen anderen des Verrats. Lasst sie die Sache wie Soldaten lösen. Richtspruch durch Zweikampf. Ich weiß nicht, wie ich hier helfen kann. Viel Glück. Nehmen wir mal die zwei. I'm happy not to have to deal with this nonsense. Talk to Valus and Corinth and their colleagues around the camp. Ravik, Delton and Damar have all voiced an opinion. Once you gather the evidence, let me know your conclusions. Ich bin froh, mich nicht mit diesem Unsinn herumschlagen zu müssen. Sprecht mit Wallis und Corinth und ihren Kameraden im Lager. Ravok, Delton und Damar haben alle ihre Meinung preisgegeben. Wenn ihr die Beweise zusammengesucht habt, unterrichtet mich von eurem Urteil. Der Prozess. Ja, geben wir erstmal den Morgenbericht gleich ab. Weitermachen Segen. Ja, und die Stücke. Der Prozess. Ich sollte mit Wallis, Corinth und den anderen Kreuzrittern im Lager sprechen, um herauszufinden, ob Corinth den Kreuzzug verraten hat. Ein Gnome hat vorgeschlagen, dass ich mit Leopas über jemanden namens Corinth sprechen soll. So, von Tristan haben wir das heilige Symbol. You need something. Ich spreche nicht mit Rekruten. Ich habe hier eine Reihe von Berichten, die euer persönliches Siegel erfordern, Sir. Ich bin hier, um den Morgenbericht abzuliefern, Sir. Und ich würde euch nicht darum bitten, Sir, ich bin nur hier, um den Morgenbericht und euren Wein zu bringen. Ach ja, wo ist Salo? Das möchte ich lieber nicht sagen, Sir. Ich fürchte, er ist krank. Die flammende Faust hat die letzte Nacht außerhalb der Burgmauern erwischt. Ich habe gehört, dass er sich Backe geschlagen und rund 10 von ihnen getötet hat, bevor er den zahlenmäßigen überlegenen Angreifern unterlegen ist. Er wird uns fehlen. Ich fürchte, er ist krank. Das Opfer hat sich schon wieder unter den Tisch gesoffen, nicht wahr? Ich fürchte, ja, Sir. Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Er war zu bewusstlos, als dass ich das hätte bestätigen können. Dieser Innensäufer, denkt an meine Worte, Rekrut. Diese Art von Schwäche hat beim Kreuzzug nichts zu suchen. Sobald ich mit dem Trinken fertig bin, ich meine, sobald ich den Bericht gelesen habe, werde ich ein Wörtchen mit Salo reden. Das könnt ihr mir glauben. Ihr sagt, ihr habt den Mordenbericht. Was ist mit dem Wein? Hier ist das, Sir. Bitte reicht mir den Bericht und den Weinschlauch. Gut, na schön, Rekrut. Ihr dürft wegtreten. You need something.
Seid gegrüßt, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mit Dreon den Bericht überbracht. Ihr habt es getan, toll. Ihr habt uns weicht die Hand gerechnet. Dreon ist unerträglich, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er will. Ihr habt Glück, dass ich zufällig vorbeigekommen bin. Absolut, hier ein paar Tränke, die ich aufgespart habe. Dem Wissen, dass wir Dreon nicht den ganzen Tag im Nacken haben werden, überlasse ich sie euch gerne. Kommt vorbei, kommt mal wieder vorbei. Habt einen schönen Tag. Ich habe den Morgenbericht abgegeben. So. Ich fühle mich nicht anders als vorher. So, dann legen wir noch das zweite Stück hier rein. Ich muss einen Priester von Tempus finden, der diese Stücke segnet. Okay. Toll, wir haben einen Priester von Tempus in unserem Lager. Ich bin aber halt auch neugierig, was passiert, wenn ich hier rein will. Weil hier draußen sind wir ja eigentlich... Oh, fast fertig. Ich war noch nicht hier drin. You will slay the devils within and claim their realm for good. Hier ist auch nur Schutt. Wahrnehmungs- und Feuerschutztränke. Mhm. Your need? Yes, dear. Ja, wie ihr wünscht. Gibt's hier irgendwas in diesem Hof? Nö. Okay. You may be frightened, but you will cast aside all doubt. Dann kümmern wir uns jetzt hier um den Prozess, würde ich sagen. You've already heard what I have to say. There's not much I can add to it. Ihr habt bereits gehört, was ich zu sagen habe. Wie viel habe ich dem nicht hinzuzufügen? Glaubt ihr wirklich, Corrid hätte Kayla verraten, dass er die Bewohner von Innisfail vor ihrer Ankunft gewarnt hätte? I saw him enter the town. Not an hour later, it was empty. It's obvious what happened. Delton tells me Corinth has had family in Innisfail. He clearly warned them of our approach. Those people could have discovered Kalar, and he stole it from them. Ich habe gesehen, wie er die Stadt betreten hat. Nicht eine Stunde später war sie leer. Es ist offensichtlich, was passiert ist. Delton hat mir erzählt, Corinth hatte Familie in Innisfail. Er hat sie eindeutig vor unserem Anmarsch gewarnt. Diese Leute hätten Kayla aufdecken können und er hat sie darum beraubt. Das ist ein übles Verbrechen, das die Corinth da bezichtigt. Ich will nicht zu vorstellen ein Urteil fällen. Wer ist dieser Delton? Ein Gnom, was euch alles über ihn sagt, was ihr wissen müsst. Ich habe gesehen, wie Delton auf der anderen Seite dieses Zauns herumlungert. Geht und redet mit ihm, er wird es euch erzählen. Corin wählte seine Familie über die strandende Dame, er muss dafür bezahlen. Ihr solltet weiterhin Corins Taten untersuchen und dann zu Leopas zurückkehren. Wenn ich die Wahrheit in Erfahrung gebracht habe. Ja, die Sonne scheint mal wieder. Was wollt ihr? Ihr wisst, was ich will. Ich habe gehört, ihr hattet Familie in Innisfail. Wenn denn so wäre, es ist nur natürlich, dass ihr ihnen eine Konfrontation mit dem Kreuzzug ersparen wolltet. Über so etwas werde ich nicht mutmaßen. Ihr versucht, eine Frage aus etwas zu machen, von dem ihr wisst, dass es ein Fakt ist. Hattet ihr eine Familie in Innisfail oder nicht? Ich habe euch nichts zu sagen. Ich weiß, dass ihr eure Meinung bereits gebildet habt. Das haben sie alle. Ich bin nicht so, Corinth. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Worüber in den neuen Rollen redet ihr? Gesteht eure Schuld ein und ich erspare euch ein weiteres Leid. Worüber in den neuen Rollen redet ihr?
Lass mich in Frieden, bitte geht einfach. Please, please, why won't you leave me alone? Fragen wir nochmal nach der Familie. Nehmen wir mal die 1. Ich habe euch nichts zu sagen. Ich weiß, dass ihr euch eure Meinung bereits gebildet habt. Das haben sie alle. Ich bin nicht so kohärent. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich habe nichts Falsches getan. Das müsst ihr mir glauben. Ich habe nichts Falsches getan.